Inzwischen sind wir schon bei 6 Platin-Relikten hier bei Let's Replay Crash Nitro Kart. Ja, wir haben jetzt natürlich Terra erledigt und Baron haben wir jetzt auch schon mit den Platin-Relikten fertig. Jetzt müssten wir nur noch kurz die 10 Kartjobs holen. Das werden wir jetzt natürlich alles in einem Rutsch machen, so wie wir das gewohnt sind. Wir werden dafür jetzt mal den Cortex nehmen, weil wir dafür jetzt keinen Top-Speed brauchen. Aber mit Engine traue ich mich das dann auch nicht. Es ist dann doch ein bisschen zu wenig Tempo. Deswegen nehmen wir dafür den Cortex und den Engine. Den rangieren wir einfach aus, den brauchen wir hier leider nicht. Wie gesagt, leider. Es ist eigentlich ein toller Charakter, aber ja, wir können ihn halt nicht gebrauchen. Er ist ein bisschen useless hier. Ein bisschen wasted. Genauso wie diese lange Ladezeit, die einfach schrecklich ist. Ja, Meteorschlucht, die ist sehr, sehr einfach im Platin-Relikt, aber ich habe es beim letzten Mal nicht so schnell hinbekommen, wie ich es gerne hätte, gehabt hätte. Aber im Endeffekt trotzdem relativ schnell, also können eigentlich zufrieden sein damit. Ach, hier war sogar ein Buchstabe. Ja, ich wollte es eigentlich da nur hin, weil da ein Turbofeld ist und weil ich Bock hatte, meine Macht zu demonstrieren. Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen in Suburbia fahren. In den Außenbezirken der Strecke hier. Um da den Buchstaben N einzusammeln. An den erinnere ich mich irgendwie noch, weil der ist halt so außergewöhnlich. Und der letzte ist, glaube ich, sogar bei der Abkürzung. Bin ich mir aber noch gar nicht so sicher. Aber ich meine schon. Ich meine schon, dass der jetzt hier ist, genau. Das K, nicht das N. Habe ich gerade das N gesagt? Wenn ja, dann war das ein Fehler. Wenn nicht, dann... Keine Ahnung, dann hat mir mein Gehirn einen Streich gespielt. Ach, hier gibt es jetzt wieder Items. Muss ich mir erstmal wieder daran gewöhnen. Ja, jetzt die ganze Zeit Reliktrennen hier gemacht. Gut, ich hätte jetzt heute nur 2 Parts aufgenommen, also es ist jetzt mal nicht so wahnsinnig lang, wie ich heute zocke. Naja, aber wir sollten auf jeden Fall nicht länger als diesen Part jetzt hier brauchen für die CNK-Chips. Natürlich zählt da, wie gesagt, noch die Kristallsammlei dazu. Und dann kommen wir insgesamt auf 4 CNK-Chips hier in dieser Welt. Und dann haben wir Baron auch komplett. Dann können wir nach Phenomena. Da dann im nächsten Part wahrscheinlich auch schon wieder den Boss erledigen. Also die 3 Trophäen und den Boss. Das ist halt so ein bisschen der Vorteil gegenüber Crash Team Racing. Was die Part-Konstruktion angeht. Man kann halt dann wirklich die ganze Welt inklusive Boss, also den ganzen Vorlauf quasi, also die ganze Strecken-Kennenlernphase und sowas, das ist ja quasi alles nur so Vorbereitung fürs Relikt, in meinen Augen. Und das kann man dann halt alles so in einen Part packen, das ist halt relativ schön. Bei Crash Team Racing ging das halt nicht, weil es immer 4 Strecken waren. Und die 4 Strecken haben dann meistens den ganzen Part ausgefüllt und da musste man den Boss meistens im nächsten Part machen. Ich weiß nicht, das ist ja irgendwie geschlossener, finde ich. Wobei es natürlich trotzdem traurig ist oder schade oder wie auch immer, dass es hier halt jetzt nur 3 Strecken pro Welt und nicht 4 gibt. Also habe ich natürlich dadurch auch 4 weniger. Dafür haben sie, finde ich, das letzte Level deutlich epischer gemacht mit der Velo. Mit dem Velo. Nee, nicht Velo Gewölbe, nicht Velo Zitadelle, es hieß Hyperstraße. Das finde ich ist doch deutlich gigantischer und epischer dargestellt als die Oxidstation. Kann aber auch damit dazu zusammenhängen, dass der Boss einfach an sich epischer ist. Auch wenn ich Oxid mehr mag als Velo. Es ist so, weil Oxid ist eigentlich relativ cool. Ich mag den. Vor allem mit seinem komischen UFO-Gefährt. Das sieht eigentlich ganz geil aus. Würde ich auch gerne so haben. So ein bisschen so wie so ein kleinen, so wie so ein schwebender Smart ist es eigentlich. Und das ist schon ganz geil eigentlich. Wenn man sich das mal so vorstellt. Also noch ein bisschen kompakter als ein Smart ja sogar. Das ist dann eigentlich so ein Kreis um sich rum, der dann so schwebt. Ganz cool irgendwie. Ja, ja. Wollte er nicht mehr mit mir reden oder habe ich die Sequenz jetzt dadurch weggedrückt? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, der hatte ja schon gar nichts mehr zu sagen, ne? Ich weiß es nicht. Wann habe ich den denn nochmal geholt? Ich glaube, da brauchte ich eine kleine Pause, ne? Oder irgendwie. Oder das hat noch gerade in den Part gepasst, deswegen habe ich das noch reingepackt. Ich weiß es schon gar nicht mehr. War ich mir gar nicht bewusst, dass ich den ja sogar schon geholt habe. Dann kommen wir vielleicht doch noch in dem Part jetzt nach Phenomena. Ja, doch, bestimmt sogar. Dann können wir schon mal das erste Rennen in Phenomena machen. Also nichts mit geschlossen. Das wäre ja so eine Zeitverschwendung. War ich mir jetzt gar nicht so darüber im Klaren. Ja, gut. Dann halt nicht, ne? Dann halt nicht. Vielleicht dauern die Rennen da ja auch ein bisschen länger. Das kann ich nicht einschätzen. Und dann ist es vielleicht sogar ganz gut, dass wir jetzt hier schon den... das erste Rennen vielleicht ein bisschen vorziehen.
Zumindest die Sequenz können wir uns ja angucken. Vielleicht müssen wir noch kein Rennen machen. Kommt jetzt doch drauf an, wie schnell das hier alles funktioniert. Ich könnte jetzt hier wieder Ewigkeiten verbrauchen. Vor allem, weil ich, das hätte ich glaube ich doch besser mit Tiny gemacht. Weil ich hier auch wieder die Abkürzung hinkriegen muss. Und die ist mit Cortex glaube ich dann deutlich schwieriger, ne? Und hier muss es glaube ich irgendwo sowas. Nee. Okay, hier war kein Buchstabe. Hier irgendwo, links oder rechts, ich bin mir nicht sicher, da. Okay. Ich habe es nicht getroffen. Bin schon schade. Gut, dann. Nee, der zweite muss jetzt hier bei dem nächsten Sprung sein in die Röhre. Bin ich mir eigentlich relativ sicher. Gut, dann war ich mir relativ sicher über die falsche Tatsache. Und jetzt muss ich halt noch den Sprung schaffen. Und das ist Horror. Aber ich muss den Sprung nicht mehr schaffen, aber ich brauche den mit dem Buchstaben und den habe ich bekommen. Ich verpeile mal die Rückwärtstaste. Ich kann auch eigentlich den Stick einfach nur zurückziehen, dann geht das auch, aber auf die geniale Idee komme ich irgendwie nicht. Also sollten wir natürlich jetzt irgendwo bei einem Chip verkacken. Da bleibt jetzt eigentlich nur dieser übrig, weil das Kristall ist, glaube ich, nicht schwer. Da sollten wir eigentlich nie failen. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob ich im CTR-Replay nicht sogar mal gefailt habe, aber ich glaube nicht im Let's Play, glaube ich. Aber im Replay habe ich... Ah, jetzt habe ich das C völlig vergessen, dass es hier jetzt ist. Das heißt, ich muss es im nächsten Versuch schaffen. Jetzt hat man nochmal gesehen, dass ich plattgewalzt werde, wenn das Ding aktiv ist, weil irgendein anderer Heini in der ersten Reihe da schon das Ding betätigt hat. Konzentrieren wir uns jetzt mal auf das Rennen fahren und Erster werden. Ja, Oxid, schön überholt. Aber er ist hartnäckig. Sehr, sehr hartnäckig. Ich habe so Schiss, dass ich jetzt verkacke. Dann war es das vielleicht mit Phenomena in dem Bad. Ich weiß ja nicht. Ich mach's immer so spannend hier. In Terra gab es auch schon irgendeinen TNK. Ach, ich wollte es fast sagen. Ein CNK-Tipp, den ich so spannend gemacht habe. Ich weiß nicht mehr genau, ob Dschungelbubi oder Tiny Temple. Einer von beiden war es. Wo lande ich? Ihr seid scheiße. Ihr seid Bastarde! Der erste CNK-Tipp, bei dem ich gefailt habe. Ach, das ist so bitter. Das ist so schlecht ist es einfach. Das ist schwächt so mein Selbstwertgefühl. Da darf man nicht failen, kommt schon. Okay, noch schlimmer sind nur, wenn meine Trophäen failen. Meine Ausrede ist, dass ich das mit Cortex mache. Genauso hätte ich ihn auch gerade in der ersten Runde treffen können, aber es hat irgendwie nicht funktioniert, weil ich zu unkoordiniert da lang gesprungen bin. Ja, irgendwie kann man schon koordiniert springen in dem Spiel, aber das ist schwierig. So, jetzt das K noch direkt kriegen, was eigentlich hier der schwierigste Buchstabe ist. Cortex, du bist einfach nur Kacke. Kacktex. Jetzt fährt mir bestimmt irgendeiner in die Parade. Nö, gut. Ich schaff sogar die Abkürzung, ist ja der Wahnsinn. Mit Cortex, mit zwei Boosts. Schon irgendwie krass. Wenn ich mir überlegt. So, jetzt haben wir zwei Runden, um Erster zu sein. Erster zu werden. Also Erster zu werden, Erster zu bleiben. Und wirklich den Chip, die Marke heimzubringen. Das schaffen wir auch. Könnte ich auch mal wieder einen kürzeren Part machen, das ist auch möglich. Ich soll wieder nur 15 Minuten machen. Hatte ich ja auch schon mal. Aber ich weiß noch nicht. Mein Argument ist halt die Geschlossenheit, dass es dann nicht geschlossen ist, wenn ich das jetzt nicht. Hauptsache ich kann, wenn ich eine TNT-Kiste auf dem Kopf habe, keine Schutzblase mehr machen. Ist aber gemein. Aber ich würde mal sehen, was passiert, wenn ich eine Schutzblase schon habe und dann eine TNT-Kiste. Also in die TNT-Kiste reinfahre, ob ich dann trotzdem verletzt, also ob sie dann trotzdem gezählt, also ob die wirklich runterzählt. Oder ob es einfach nicht geht, ob die dann direkt explodiert und mein Schild weg ist. Weil wenn die das würde und die würde dann explodieren, dann darf ich ja eigentlich nicht rumgeschleudert werden, dann müsste eigentlich nur die Schutzblase kaputt gehen. Deswegen denke ich mal, dass dann schon die Schutzblase kaputt geht, wenn man in die TNT-Kiste reinfährt. Ja, können wir ein Team bilden, von mir aus. Können wir machen. Kann man sich mal gönnen. Ich hätte gerne mal ein Beschleunigungs-Item. Halt nicht. Als Erster bekommt man sowas natürlich nicht, solche Pralinen. Ist auch verständlich. Wenn wir hier die sozialen Disparitäten hier aus dem Weg räumen, als sie verstärken. Das, was man in der normalen Welt nicht hinbekommt.
und will lieber dem letzten hier alles geben und nicht dem ersten. Aber egal. Ja, schön. Da ist er. War ja nicht schwer, aber es ist einfach kacke, was ich wieder gemacht habe. Weil ich den Buchstaben C so gut hätte bekommen können, aber es einfach nicht hinbekommen habe. Der ist auch nicht ganz einfach platziert eigentlich, muss man sagen. Naja. Interra hat es halt noch in der letzten Runde geklappt. Auf der einen Strecke da. Wo immer das jetzt war, hier hat es nicht geklappt. So ist das Leben, c'est la vie. Ja gut, dann mache ich jetzt nur noch die Kristallsammelei. Und im nächsten Part werden wir dann nach Phenomena gehen. Ausgezeigt! So, also auch die Sequenz und so, wie wir da hinkommen und so. Na, Moment, nein, ich verpeile die Strecken. Nee, da war die Meteorschlucht und noch weiter da drüben war das doch mit... Ja, da war das. Da war die Frostraserei. Schön, dass der Artikel gepasst hat. Ja gut, er ist ja unser Sammelboy. Dann nehmen wir den auch hier wieder für die Frostraserei. Wir müssen hier nicht rasen, auch wenn es der Titel des Levels, der Levelname so hergibt, aber nicht notwendig. Deswegen ist es jetzt auch nicht schlimm, wenn wir hier jetzt nicht Topspeed haben. Muss einfach nur gut sein. Auch nicht immer einfach, aber man kann es schaffen auf jeden Fall. So, wir haben noch nicht alles, nee. Oh, da ist gerade irgendwo ein Feuerwerk. Draußen, scheint es. Vielleicht auch nicht. Doch, ich glaube schon. Es könnte in Deutsch sein, da ist gerade Kirmes. Ja. Ist zwar ein bisschen weg, aber es hört man noch. Ach, die ist ganz an der Wand, gut. Muss man natürlich, ja, wissen. War jetzt unglücklich. Ich hätte gedacht, dass mich das Ding nochmal trifft. Das wäre natürlich kacke gewesen. So, da oben sind auch noch welche. Bin ein bisschen zu unkoordiniert, glaube ich, gerade. Wobei alles, was jetzt noch fehlt, ist, glaube ich, relativ hier in diesem Rahmen. Mehr oder weniger. War das der Kristall, den ich gerade auch schon nicht geholt habe? Oder? Werden wir sehen. Letzten habe ich da, das war der. Okay, gut. Es war ein anderer Kristall, aber den holen wir jetzt auch noch. Dann schaffen wir das noch. Wir haben es geschafft. Und ich lande in der Luft. Das ist cool. Interessant. Gut. CNK-Marke erhalten. Eine lila Nö. Mal wieder. Das finde ich an dem Spiel auch so ein bisschen schade, dass sie hier den Boss-Cup rausgenommen haben. Also ich glaube, ich muss euch ja hier nichts... Ich werde euch jetzt hier nicht spoilern. Hier gibt es natürlich genau wie bei bei CTR auch... in dem Fall hier heißt es Velo-Gewölbe. Wo wir wieder ganz viele Cups fahren dürfen. An der Startlinie erscheint ein Boost-Balken. Drück die Gastaste, um den Balken zu füllen. Falls der Balken im roten Bereich ist, wenn das Licht auf Grün umschaltet, bekommst du einen Boost. Ah ja, toll. Ich glaube, die Sequenz können wir uns dann doch noch gerade antun, bis Phenomena. Nach Phenomena. Aber auf jeden Fall wollte ich irgendwas gesagt haben, was ich schon wieder vergessen habe. Ich habe gerade echt völlig den Faden verloren wegen dem. Ist auch egal, wir fahren jetzt. Ist das Tor nach Phenomena? Ja, ne? Ne, das ist Tor Velo-Zitadelle. Können wir uns eigentlich auch mal angucken, will ich aber jetzt gerade nicht. Was habe ich denn gesagt, mein Gott? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. So, Phenomena. Gucken wir uns gerade noch die Sequenz an und dann starten wir beim nächsten Mal schon in Phenomena richtig durch. Hoffentlich. Ja, es sind ja nur die Trophäen dann. Also das werden wir schon schaffen, denke ich mal. Das wird kein Problem sein. Und auch nicht der Boss, der Norm. Heißt er, glaube ich. War das, glaube ich. Oder? Ich weiß es nicht. Scheiße. Es gibt doch keine Sequenz. Okay. Gibt's halt keine Sequenz. Hier ist das erste Rennen, zeitlos, ne? Genau. Gut, dann geht's also beim nächsten Mal halt los mit zeitlos.
Da geht's wieder zur Velo-Zitadelle. Können wir gerade mal aufsperren. Okay. Gut. Vom Aufbau der Welt an sich her finde ich hier Phänomena am coolsten irgendwie. Ich weiß nicht. Da ist ja auch mein Lieblingslevel da mit der Urwumpe. Ne? Zeitlos ist aber auch ganz cool. Und ja, da werden wir also beim nächsten Mal mit der Trophäe anfangen hier in Phänomena. Bis dahin. Tschüss.